Christus ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die Botschaft zu Ostern und mit dieser Botschaft zu Ostern grüße ich Sie hier aus der St. Georgskirche ganz recht herzlich. Ich stehe vor dem Bild der St. Georgskirche, das Sie hinter mir sehen. Es ist eine Darstellung des 12-jährigen Jesus im Tempel. Wenn man diesen 12-jährigen Jungen sieht, dann sieht man über ihm unser Osterkreuz. Dieses Kreuz ist ein künstlerisch gestaltetes Kreuz von dem Künstler Egon Stratmann und es ist ganz transparent. Es ist also durchsichtig. Es ist kein Korpus drauf auf diesem Kreuz, sondern es ist einfach klar und durchsichtig und der Korpus ist abgenommen. Es ist ein Osterbild und ein Osterkreuz. Mit Blattgold hat der Künstler die Stellen markiert, wo früher Blut gewesen ist und hat damit signalisiert, dass Leid und das Sterben ein Ende hat und dass wir eine Hoffnung haben können über den Tod hinaus. So wünsche ich, dass die Osterbotschaft hier aus dieser Kirche, die alte traditionelle Osterbotschaft, Christus ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Sie erreicht, dass er Ihnen Hoffnung macht und Mut macht, da wo Sie vielleicht ein bisschen Mut verloren haben oder da wo Sie im Schatten des Todes vielleicht pflegen oder jemanden begleiten, dass Sie neue Kraft bekommen und neue Hoffnung. In diesem Sinne ein gesegnetes, ein fröhliches, ein frohes Osterfest hier aus St. Georg. Danke.